Das Förderstipendium der Stadt Rüsselsheim am Main zur Förderung von Kunst und Kultur wird für das Jahr 2019 an Maximilian Scharpenberg vergeben. Die Jury würdigt damit ihr Engagement für die Rüsselsheimer Kulturszene und ihre künstlerische Begabung. Rüsselsheim am Main, der 13. Juli 2021, unterschrieben von Dennis Grieser, Bürgermeister und Kulturdezernent. Ich darf Ihnen ganz herzlich gratulieren. Guten Abend, Herr Bürgermeister Grieser, guten Abend, liebe Leute. Es freut mich sehr, dass ihr heute alle hier seid zur Übergabe des Förderstipendiums 2019. Das Wetter spielt ja zumindest noch mit. Leider musste die Veranstaltung ja im letzten Jahr mehrfach verschoben werden, pandemiebedingt. Aber dass wir heute, dass ich das Ganze heute auf der Kulturbühne hier im Adamshof im Bereich kriege, ist für die Band sowie auch für mich umso besser. Durch das Förderstipendium der Stadt Rüsselsheim haben sich für mich sehr viele Wege geöffnet, um mich musikalisch, aber auch persönlich weiterzuentwickeln. Das Förderstipendium ermöglicht es mir, Unterricht bei professionellen Schlagzeugern zu nehmen und mein Spiel weiter zu verbessern. Letztendlich habe ich mich für den Drummer, Coach und auch Autor Patrick Metzger entschieden, der mich aktuell auf die Aufnahmeprüfung an der Popakademie in Mannheim vorbereitet. Bevor die Band und ich mit dem musikalischen Abschnitt des heutigen Abends beginnen, möchte ich mich aber vorher noch bei ein paar Menschen bedanken, die mich über die letzten 12 Jahre hinweg musikalisch begleitet haben. Bei meiner Danksagung bitte ich aber um Verständnis, dass ich nicht alle Leute aufzählen kann, die mich über all die Jahre unterstützt haben. Zuerst möchte ich mich bei der Stadt Rüsselsheim und dem Kulturdezernenten Herrn Grieser bedanken. Die Verleihung eines Förderstipendiums an Kulturschaffende in Rüsselsheim ist auch trotz der knappen Kassen eine sehr gute und sehr wichtige Idee. Und ja, zuerst an dieser Stelle möchte ich mich aber auch bei Herrn Reining und bei Herrn Hensel für die von der Kultursteuerung bedanken, die mich die letzten 1,5 Jahre betreut haben. Und ich glaube, die zahlreichen Telefonate, und ich habe es mal nachgezählt, ca. 150 E-Mails allein nur mit mir, sprechen für sich. Dasselbe gilt natürlich auch für Kultur 1, 2, 3. Auch bei Frau Heinz möchte ich mich bedanken für die sehr gelungene Laudatio. Ein Dankeschön möchte ich auch richten an Frau Lobe und an Herrn Völker für die Empfehlung für das Förderstipendium sowie an die Jury, die mich 2019 zum Förderstipendiaten erkoren hat. Bedanken möchte ich mich außerdem beim Freizeithaus Dickerbusch, wo ich mit 8 Jahren das erste Mal mit einer Band auf der Bühne stand, bei den Musikern der Band McCoo unter der Leitung von Helge Haumann und dem MTS-Trio unter der Lenkung von Alexander Ischanow, Schuchat Kassier und Evgeny Lehnermann. Alexander und Schuchat, hier fällt mir ein, dass ihr mich mal gefragt habt, sehr kurzfristig, ob wir nicht im Irish Pub mal auftreten wollten. Das Ganze war aber ein kleines Problem, da wir sehr spät aufgetreten sind und ich erst 12 Jahre alt war, wurde durch das Jugendschutzgesetz das Ganze nicht ganz so erlauben wollte. Aber dank Umwegen und dank Bobby, der mich dann einfach auf die Bühne hochgezogen hat, konnten wir doch noch den Abend am Abend auftreten. Erwähnen möchte ich auch die Max-Planck-Schule. Die Musikfachschaft hat mich unterstützt und gefördert und stellvertretend hierfür möchte ich Frau Rentsch-Gref danken. Ein Dankeschön geht auch an die Firma Roland Music GmbH sowie an Rockland Radio und Achim Weidner von der Media Lab Internetagentur, die Band sehr unterstützen. Weiterhin möchte ich mich bei meiner Band Never Before bedanken.
mit der ich seit 2015 schon vieles erlebt habe. Leider, Fabian, musstest du letztes Jahr die Band verlassen aufgrund von Studium und Umzug nach Mannheim, war die Musik nicht mehr komplett unter einen Hut zu bringen. Wir haben mit Sarah eine Top-Sängerin für die Band gewinnen können, mit der wir heute endlich das erste Mal auftreten können in der Öffentlichkeit. Auf der Bühne heute Abend werden beide performen. Abschließend möchte ich mich auch herzlich bei meinem Schlagzeuglehrer Thorsten Kreckheimer bedanken. Ohne dich, Thorsten, würde ich heute hier nicht stehen. Als ich 7 Jahre alt war, hatte ich meine erste Unterrichtseinheit bei dir. Über 12 Jahre verbinden uns jetzt schon. Du hast mir das Instrument auf deine eigene Art ans Herz gelegt. Du hast es verstanden, mir das Schlagzeug näher zu bringen, mich Woche für Woche weiterzubringen, zu motivieren, auf die nächsten Übungseinheiten, die nächsten Fills, die Breaks, die Grooves, alles. Mir bleibt eigentlich nur ein ganz großes Dankeschön an dich. Aber ich muss sagen, der Platz hier vorne ist dennoch sehr ungewohnt für mich. Und ich glaube, wir fangen doch jetzt lieber mit dem musikalischen Programm an. Und da hinten auf der Bühne ist noch Monat. Thank you.